Hallo liebe Leute und willkommen bei Me Improved. Heute werde ich mit euch nur eine kurze Übung, kann man sagen, teilen, die für das Ausdauertraining gut ist, also für so Sachen, die so in Richtung Metabolic Conditioning gehen und auch als eine Konditionierungsübung für Locomotion ganz nützlich sind. Also eine Übung mit gestreckten Ellenbogen, also mit gestreckten Armen. Nur so als Zusatzinfo, also das ist halt so eine Straight-Arm-Sache. Egal, ich fange einfach mal an. Also, wir beginnen in der Crab, ich habe es einfach Crab to Cat genannt. Die Namen sind halt immer irgendwie anders, also nagelt niemand darauf fest, wie das heißt, insbesondere auch ich nicht. Das heißt, wir beginnen hier einfach nur im Vielfüßerstand, ne, Hintern ein bisschen erhoben. Dann drehen wir uns einfach nur in den Vielfüßerstand, wo wir zum Boden gucken. Das heißt, einmal, zweimal und dann wieder in die andere Richtung. Und so geht es dann eben hin oder her. Die andere Variante, also Teilvariante ist eben, also wenn man eben immer eine andere Pause hat, eine Pause in einer anderen Position machen kann, ist natürlich, dass man hier startet und dann entsprechend dreht. Und hier die Umkehr hat. Ich wechsle das einfach quasi von Intervall zu Intervall ab. Wenn ich das selber mache, man kann auch von Training zu Training einfach abwechseln. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das eben einzusetzen. Ich mache das, dass ich das 10 bis 15 Minuten einfach am Ende von der Locomotion-Einheit dann eben mache. Das heißt, ich stelle den Timer einfach nur auf 30 Sekunden, das sind Intervalltimer, mache 30 Sekunden das Ding, 30 Sekunden Pause, 10 bis 15 Minuten. Das kann man aber auch ein bisschen länger machen, falls man das einfach alleine stehend macht. Falls ihr Fragen habt, in die Kommentare, ansonsten wünsche ich euch alles Gute.